Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr dem Titel schon entnehmen konntet, heute geht es ums aktive und passive Springen. Natürlich, wer will es nicht? Fette Sprünge mitnehmen, die Gravitation austricksen, nice Moves in der Luft zu machen, um einfach nur ein bisschen Style ins Mountainbiken zu bringen. Deshalb erkläre ich euch heute, wie man richtig springt. Aktiv und passiv. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und bis gleich. Wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute machen wir ein ganz, ganz kurzes Video zum aktiven und passiven Springen. Zeige ich euch jetzt, wie aktives Springen funktioniert. Die Basis des aktiven Springens ist das Beherrschen eines Bunny Hops. Im ersten Schritt des Bunny Hops drückt ihr mit eurem Oberkörper das Rad nach unten und zieht im zweiten Schritt mit voller Kraft den Lenker nach oben in die Höhe. Und im dritten Schritt zieht ihr mit euren Füßen das Rad hinterher, bis der Sattel unter eurem Popo ist. Und beim Landen natürlich bitte wie eine Katze. Hier das Ganze nochmal bildlich veranschaulicht. Im Normalfall braucht man fürs aktive Springen nicht allzu viel Schwung. Man benutzt einfach die oberste Kante des Absprungs als Verlängerung, indem man den Bunny Hop macht. Und hier habt ihr das Ganze nochmal von einer anderen Perspektive. Und wenn ihr das schon richtig gut beherrscht, dann könnt ihr noch einen kleinen Schlenker in der Luft mit einbauen. Jetzt kommt das passive Springen. Beim passiven Springen muss man nicht reißen, man muss nur eine hohe Geschwindigkeit haben. Das ist für die Leute, die halt vielleicht nicht so viel Kraft in den Armen haben oder beim Downhill fahren, ruckt man auch nicht so dran, weil die Sprünge sehr flach sind und man einfach, ich sag mal, das Rad fliegen lassen kann. Ja. Beim passiven Springen braucht man etwas mehr Anschwung. Da man da nichts reißt und nichts ruppt, man muss keinen Bunny Hop machen oder sonst irgendwas. Ihr seht gerade, wie viel Schwung ich hole, um diesen Sprung zu schaffen. Der Körper hat schon eine ganz andere Haltung. Passive Sprünge sind meistens für solche Sachen. Man nimmt Anschwung, um über etwas zu springen, um dann in eine Landung zu kommen und einen aktiven Sprung sauber und ohne Hektik ausführen zu können. So ihr Lieben, das waren mal wieder ein paar Tipps, diesmal zum Springen. Ich hoffe, euch kann das Video bei euren nächsten Jumps helfen. Und ja, wenn ihr zum nächsten Video wollt, einmal hier anklicken. Viel Spaß! Schönen Tag, macht vorsichtig.